Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, in unserer Kurzbetrachtungsreihe über die einzelnen Bibelbücher sind wir jetzt beim Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium ist das kürzeste der Evangelien. Es zeigt uns aber interessanterweise die chronologische Linie der vier Evangelien. Da ist Markus besonders leitgebend und man muss das immer abgleichen, wenn man einen Standort in Markus oder Lukas oder Johannes sehen will. Wo ist Markus dran? Und da ist man dann gut bedient mit dem Markus-Evangelium. Ihr wisst ja, dass ich dieses File im Anschluss an das YouTube veröffentliche. Da könnt ihr es in Ruhe selber lesen. Das Evangelium kann folgendermaßen eingeteilt werden: Die Einführung des Knechts in seinen öffentlichen Dienst, das Werk durch den Knecht vollendet, der Knecht gehorsam bis zum Tod und die Auferstehung und Auffahrt des Herrn Jesum Christum. Hier eine andere ganz schöne Einteilung. Ich schätze solche Einteilung extrem, haben mir sehr viel geholfen, früh einigermaßen einen Überblick zum Wort Gottes zu bekommen. Durch solche Einteilungen, das gibt es verschiedene. Und ich will das gar nicht werten, ich kann das gar nicht, aber Einteilungen sind einfach immer gut. Ich mache noch hier eine Einteilung, die ich gefunden habe, eine 12er Schlüsseleinteilung zum Markus-Evangelium. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Zweitens, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Drittens, sie kamen von allen Seiten zu ihm. Viertens, und er lehrte sie. Fünftens, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Sechstens, er hat alles wohlgemacht. Siebtens, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten überliefert werden, und sie werden ihn zum Tode verurteilen. Achtens, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Neuntens, und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Zehntens, und sie bringen ihn nach der Stätte Golgatha, was verdolmetscht ist, Schädelstätte. Neuntens, der Schlüssel, als er, der Jesus, aber früh am Wochentage auferstanden war. Der letzte Schlüssel, 12. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Wenn ihr auch solche Kurzeinteilungen habt zum Markus-Evangelium, wäre ich sehr dankbar. Wenn ihr sie sendet, dann kann ich das hier in diesem File zusätzlich verlinken. Im Herrn Jesum Christum wünsche ich euch frohes Schriftstudium.